Hier haben wir ein circa 3 Wochen altes Locktaubenjunges. Und was ganz wichtig ist, dass man einfach nicht unbedingt täglich, aber mindestens 2-3 Mal die Woche auch eine Gesundheitskontrolle durchführt. Dazu nehme ich das Junge in die Hand, schaue, ob es gut genährt ist, schaue, dass der Kopf voll ist, schaue mir die Augen an, dass sie klar sind, schaue mir ganz wichtig, dass man sieht hier den Schnabel und die Schnabelwarzen, dass die Schnabelwarzen sauber sind, nicht verklebt sind, dass das Junge ordentlich gut atmet. Das kann man dabei feststellen. Man dreht es auch mal um, vorsichtig natürlich, guckt, ob der After sauber ist und nicht verklebt ist, guckt einfach mal die Gelenke an, die Zehen, ob alles dran ist, ob es gesund ist, ob es sich wohlfühlt. Ganz wichtig ist außerdem, wenn man das Tier in der Hand hat, dass man einmal das Gefieder anschaut. Dazu nimmt man vorsichtig den Flügel auseinander und schaut auch mal drunter, auch auf die Rückseite des Flügels, ob ein Parasitenbefall vorliegt. Das kann man nämlich wunderbar immer sehen. Und das macht man bei beiden Flügeln ganz vorsichtig und schaut auch da drunter und auch immer noch mal hinten, dass kein Madenbefall eventuell da wäre, falls sich Fliegeneier dort abgelegt sind. Ja, und Täubchen ist gesund, also setze ich es wieder in sein Nest.